Ja, herzlich willkommen hier in der Serengeti. Hier sind die Sauerländer Drachen. Ja, mein Gott, fauchen immer ganz schön. Ja, und hier ist die berühmte, ja, der Hundestrand, ne? Aber wie man so sieht, ist das hier so gerade. Komm mal her, Wotan. Da kommt der Hund. Wotan will mit einem spielen. Ob groß und klein ist scheißegal, aber naja, wie gesagt, ihr seht ja selber, die Strömung ist hier recht stark im Moment. Ja, eigentlich ist das Wasser hier relativ flach. Also das ist jetzt schon weiter oben. Nein, wo dann? Eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, ist das, wenn die Wenn das normal, ich sage es normal Stand ist, dann ist das Wasser bis, ja, also bis da, wo gerade die Gans hier reingeht, bis ungefähr da hinten, da ungefähr da, genau da reicht das Wasser. So, also sehr flach. Jetzt im Moment ist es alles andere als flach. Im Moment ist es doch, wie gesagt, recht stark. Ne, hier Wotan möchte natürlich in die Fluten. Der Wasserfrosch, ne? Guckt euch neu an hier, ne? Wasserratte. Ne? Ja, siehst du mal, als ich ihn hatte, als er gerade zu mir war, da wollte er nicht unbedingt hier rein, hat ein bisschen Schiss gehabt. Da musste damals Marco den kleinen Stinker packen und den hier ist praktisch so da vorne in die Fluten reißen. Aber seitdem, ich meine, er ist eh ein Wasserrad, der geht gerne ins Wasser. Nur das war halt nicht so vorher, weil es so tief war. Aber jetzt, wie ihr seht, ja. Guckt ihn euch an. Geht er ab, die Spitzkatze hier. Ja? Ja, du Wasserratte, du, ne? Ich weiß, ne? Ja. Das muss ich nur aufpassen, weil er ist doch dann manchmal doch diese. Schon geht's los. Wotan. Recht ungestüm. Ja, wo geht er hier ab? Ja, fein. Wasserratte, Wasserratte, ne? Ja. Ja, mach mich nass, genau. Mach den Alten nass. Am besten klatschen mich noch ins Wasser rein, das ist gut. Dann haben wir gewonnen. Ne? Ja. Wotan hier. Wotan Water Experience. Das nächste Mal nehme ich mal eine lange Leine mit. So, das sind so mit der hier zusammen ungefähr so 6,5 Meter, 6 Meter, 6,5 Meter. Da könnt ihr schon ein bisschen raus. Wie gesagt, bei der starken Strömung lass ich ihn nicht ins Wasser, ne? Er ist zwar stark, ne? Aber ich möchte das nicht riskieren, da dass ihm das passiert, ne? Verständlich. Ja, hier ist wie gesagt der weltberühmte Hundestrand und hier sitzen noch manchmal die Angler. So, ne? Und angeln hier, aber ansonsten ist das hier der Hundestrand. Also hier ist die Hundeeinlassstelle sozusagen. Ja, Hundewaschanlage. Ja, mal hier Wotan glänzt wieder, das ist eine wahre Pracht. Ne? Ja, ansonsten ja, machen wir jetzt noch ein bisschen unseren Spaziergang, unsere Runde. Ja, wie gesagt, hier seht ihr noch so ein bisschen, die Strömung ist doch sehr, sehr, sehr stark. Also die Länder ist zwar so ein kleines Bächlein, aber wenn die hier also Hochwasser hat hier auch schon so einigen das Leben gekostet. Also sie ist nicht zu unterschätzen, unsere Lenne. Ja, ne, hier, das war die berühmte Stelle, wo der Onkel Marco, Nicole und meine Wenigkeit ins Wasser sind, als wir uns hier mit Glitzer
den Glitzer und die Farbe abgewaschen haben und haben das ganze Wasser verseucht. Das ist hier die berühmte Stelle gewesen. Ja, und hier wäre dann demnächst, wenn Onkel das geklärt bekommt, guckt euch mal diese, Alter, das Handy ist einfach so geil, die Farben sind so pervers hier. Wenn natürlich die Lenne wieder, also nicht mehr so ein reißendes Ding ist, sondern man hier normal drin stehen kann, so ein leicht fließendes Gewässer, dann wird wahrscheinlich hier eine der Stellen sein, an der das weltberühmte, mit Weltruhm bekleckerte, niemals verhallende Sauerlandlied erklingen wird. Dann werden wir hier zusammen in den Fluten der Serengeti stehen, im Jagdgebiet, im Sauerland. Und dann geht's hier rund. Dann schmettern wir hier: Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Begrab mein Herz am Ländestrand, wo die Misthaufen qualmen, da gibt's keine Palmen. Ja, genau. Das Lied bitte hier klingen. Ja. Ja, Botan. Ja, ich weiß. Wisse, da laufen jede Menge Hunde rum. Ja, Botan will mit allen spielen. Ja, egal, ob groß, ob klein. Ne? Wotan ist das scheißegal. Ne? Ist ja schön, dass er so ist, aber man, Wotan weiß nicht, dass nicht jeder Hund lieb und freundlich ist. Es gibt hier so einige Hunde. Ah, ich muss ja nichts so sagen. Denn siehst du schon das Härchen an. Ne? Ja, also, wie gesagt. Die berühmte Stelle, wo der Onkel dann für alle Ungetauften die Taufe vollziehen wird. Onkel ist praktisch Moses. Der ging nicht über den See, sondern der schwamm drüber. Ja, der Leute. Und dann kam der Onkel und er sah, dass es gut war. So Leute, ein kleines Video von mir und ihm hier. Wotan, zeig mal, guck mal. Wotan, sag mal hallo, guck mal hier. Der denkt sich doch, leck mich doch am Arsch. Hey, Wotan, hallo, her von und zu. Hey, siehst du, das ist halt so, ne? Ein Schluck Sauerlandwasser getrunken, Alter, scheiß was auf Ruhls und auf, ja, und irgendeinen sonstigen Dreck. Ja, Leute, allen lieben Mamis der Welt noch einen schönen Rest Muttertag. Feiert, lasst euch feiern. Und Männer, denkt dran. Ehret die Frau und scheiß die Wand an. In dem Sinne, bye bye. Hier, Wotan. Wotan sagt immer noch nicht tschüss, oder? Kriegen wir es hin? Nö. Siehst du, selbst mein Hund denkt sich, ich leck mich am Arsch. Ja, ist ein Hater. Tschüss.